In diesem Video gibt es die beste Aktienstrategie für 2024, die du 1:1 kopieren kannst und garantierten Gewinn machen wirst. Vielleicht kennst du solche Leute, die so etwas behaupten. Vielleicht kennst du Leute, die jedes Jahr aufs Neue irgendwas Neues raushauen, irgendwie einen strategischen neuen Entwurf haben, weil das nächste Jahr wird ja so besonders und so anders wie alle anderen Jahre wegen dem Ereignis. Und diesem Video möchte ich einfach mal Real Talk-mäßig mitgeben, warum es wichtig ist, eine eigene verdammte Strategie zu haben an der Börse und eben nicht wechselhaft von Jahr zu Jahr ja, sich irgendwo leiten zu lassen von irgendwelchen Gurus, die dir immer wieder sagen, dieses Jahr wird schlimm, dieses Jahr wird noch schlimmer, die Krise ist da, ja, und du immer wieder Sachen änderst in deinem Aktiendepot und du aber merkst, die Rendite zieht gar nicht nach. Es funktioniert gar nicht, was du da machst. Und einer der Hauptgründe ist eben, dass du in Wahrheit gar keine Strategie hast, sondern immer wieder wechselhaft Sachen umänderst und nicht mal eine Sache am Stück durchziehst. Weil wenn wir uns doch mal die erfolgreichsten Investoren der Welt anschauen, wie ein Warren Buffett, wie ein Peter Lynch, das sind alles Investoren, die am Ende des Tages nicht von Jahr zu Jahr immer wieder etwas anders gemacht haben, sondern die haben eine Grundstrategie, die ganz klar festgelegt ist, wo es ganz klare Kriterien gibt, nach welchen Kriterien wähle ich denn meine Aktien aus, wie lange halte ich sie grundsätzlich, wonach halte ich Ausschau, und diese haben sie über Jahre und Jahrzehnte durchgezogen und sind deswegen auch erfolgreich geworden. So, und jetzt brauchst du gar nicht zu denken, naja, ich mache es aber anders, ich mache jedes Jahr irgendwas Neues, dann trade ich mal, dann wechsle ich mal wieder was um, dann mache ich mal ein paar Chance, dann verkaufe ich mal wieder alles, ja, wird nichts bringen. Das heißt, denke nicht, dass du irgendwie schlauer bist als die besten Investoren der Welt, sondern ja, nehme die wichtigsten Eigenschaften von diesen Personen und implementiere die bei dir. Und ich spreche jetzt für Langfristinvestoren, für Leute, die sich ein zweites Standbein aufbauen wollen an der Börse, die wirklich sagen, hey, ich möchte nicht jeden Tag hin und her traden, ich möchte nicht so viel Aufwand in das Thema reinstecken, ich möchte mein Geld für mich arbeiten lassen, eine zweite Säule haben, die mir passive Einnahmen bringt. Dann bist du hier auf diesem Kanal richtig, kannst auch gerne mal ein kostenloses Abo dalassen. Und ich werde dir jetzt hier in diesem Video einfach mal aufzeigen, wie beispielsweise eine Strategie aussehen kann, was der Grundgedanke dahinter ist. Der Grundgedanke beim langfristigen Investieren ist eben nicht zu sagen, hey, wir spekulieren die ganze Zeit auf irgendwie steigende Kurse, wir gehen wieder raus, wir gehen wieder rein, sondern der einfache, ganz, ganz simple Grundgedanke ist, wir suchen uns erfolgreiche Unternehmen, die finanziell gesund sind, an denen wir uns möglichst lange beteiligen können. Weil das ist das Schlauste und eigentlich Logischste, was man machen kann am Aktienmarkt, dass man sich halt wirklich auf die Substanz bezieht. Dass man eben nicht sagt, okay, wir spekulieren auf irgendwelche Kurse, auf irgendwelche Rohstoffe, auf irgendwelche Sachen, sondern wir gehen auf das Herzstück der Wirtschaft, und das sind nun mal Unternehmen. Wir suchen uns da wirklich super solide Sachen zum Großteil aus, wo wir eben nicht den Bedarf haben, jedes Jahr diese Aktien wieder zu verkaufen und neue wieder suchen zu müssen, sondern dass man sagt, ich versuche mir Unternehmen rauszusuchen, die ich möglichst für immer sogar halten kann. Ist natürlich nicht der Freifahrtschein, dass man Aktien kauft und einfach für immer hält, aber das sollte die Einstellung sein bei deiner Unternehmenssuche, bei deiner Suche nach Aktien. So, wenn du so vorgehst, dann hast du den eigentlichen Aufwand eigentlich nur bei der Aktienrecherche, bei der Entscheidung, und hast dann wirklich diesen Effekt, dass dein Geld für dich arbeitet. Du kaufst dann diese Unternehmen und lässt dein Geld für dich arbeiten über Jahre. Die größten Gewinne an der Börse, die habe ich gemacht mit nichts tun. Mit abwarten, Zeit vergehen lassen, Tee trinken, mein Leben genießen. Und so sieht die Wahrheit aus. So verdienst du auch am meisten Geld, indem du eine ordentliche Entscheidung triffst und dann die Zeit spielen lässt. Beispielsweise habe ich die Tesla-Aktie von 2017 bis 2021 gehalten. Und währenddessen habe ich nichts gemacht, nicht verkauft, nicht rein, raus, einfach nur gehalten, klare Recherche gemacht, klaren Case. Und mit dieser Aktie habe ich zum Beispiel über 2000% Gewinn gemacht. Und dafür habe ich aktiv gar nichts gemacht, nur die Entscheidung getroffen, diese Aktie zu kaufen. Natürlich habe ich eine Analyse gemacht, ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass an der Börse wenig tun sehr gut ist. Also weniger ist mehr am Ende des Tages. André Costolani hat auch schon gesagt, hey, kauf Aktien, nimm Schlaftabletten und wach in 10 Jahren wieder auf und guck drauf. Und da ist auch was dran. Das heißt nicht, dass man 10 Jahre seine Aktien ignorieren sollte, sondern das heißt eben, dass man diese Einstellung haben sollte, hey, ich kaufe hier Sachen für die nächsten Jahre, für immer. So, wenn man diese Einstellung hat, dann brauchst du nicht von Jahr zu Jahr immer wieder irgendwelche Videos anzuschauen mit, dieses Jahr musst du diese Strategie umsetzen. Der eine Guru sagt, ja, dieses Jahr musst du den Aktienmarkt shorten. Dieses Jahr verkaufe ich alles. Bla, bla, bla. Bringt dich nicht weiter, weil du wirst dich nur mehr und mehr mit und mit verunsichern lassen. Was dich wirklich weiterbringt, ist, dass du für dich weißt, was zu tun ist und dass du
eigentlich die Zyklen am Aktienmarkt nicht in den Jahren unterteilst, sondern du wirklich auch mal einen langfristigen Plan hast für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Weil für 2024 stelle ich mich nicht anders auf wie für 2023, wie für 2022. Ich ziehe das durch, was funktioniert an der Börse. Und manchmal ist das auch relativ unspektakulär. Es sind nicht die Daily Trades, irgendwelche riesen Spekulationen, sondern es sind einfach die Dinge, die funktionieren. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Die Message ganz klar, du brauchst eine eigene Strategie, die du dann auch über Jahre durchziehst. Wie jetzt so eine eigene Strategie aussieht, ist natürlich immer individuell zu sehen. Und da biete ich dir auch immer die Chance, als mein Abonnent, als mein Follower, als mein Zuschauer, dir da auch gerne eine kostenlose 1:1-Session zu schenken. Also unter diesem Video findest du einen Link, da kannst du dich super gerne eintragen. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen, was für dich Sinn macht, weil es gibt nicht die eine Strategie, die jetzt für jeden, der hier zuschaut, Sinn macht, sondern es hängt natürlich auch immer davon ab, wie alt bist du gerade, wie viel Geld hast du, wie viel Zeit kannst du mitbringen, also wie viel Anlagehorizont hast du. Wenn du jetzt 60 bist, hast du natürlich nicht mehr so viel Zeit, wie jetzt jemand, der 30 ist und mit dem Investieren anfängt. Aber das Alter ist auch zweitrangig, aber natürlich spielt das mit rein. Wie viel Risiko möchtest du eingehen? Was sind genau deine Ziele? Wann möchtest du diese Ziele erreichen? Wie viel passives Einkommen möchtest du haben? Welche Unternehmen kommen für dich überhaupt in Frage? Was möchtest du unterstützen? Und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die in diese Aktienstrategie reinkommen müssen. Wenn du die einmal gemacht hast, das mache ich mit meinen Kunden gemeinsam. Ja, ich feedbacke das Ganze auch. Ja, das heißt, wenn du eine Aktienstrategie erstellst, dann ist es eben nicht so, dass du einfach nur irgendwas hingeschmissen bekommst und du machst das dann, sondern es wird von mir beobachtet. Ich gebe dir Feedback zu der Situation und dann wirst du nie mehr solche Videos anklicken müssen, wo dir dann irgendwelche Leute erzählen, im nächsten Jahr hole ich irgendwie die Glaskugel raus und es wird das passieren. Lass dich bitte nicht verrückt machen. Schau auch einfach weniger Content und mehr von dem Richtigen, mehr von den Leuten, die jetzt nicht ultra clickbaity sind, die jetzt nicht, ich sag mal, die Prognosen oder es gibt natürlich auch Leute, die mega Crash-Propheten sind. Ja, halt dich von solchen Leuten fern. Mach dir eine Strategie. Das Ganze muss kein Hexenwerk sein. Wie gesagt, wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir.